Rettungseinsatz am Westerländer Bahnhof. Gegen 8:45 wurde die Bundespolizei am Sonntagmorgen alarmiert und auf den Bahnsteig gerufen. Ein junger Mann war beim Einsteigen unter die stehende Nordostseebahn geraten. Nach Angaben der Bundespolizei war wohl Alkohol im Spiel. Feuerwehr und Rettungsdienst mussten den Mann aus seiner misslichen Lage befreien. Während des Rettungseinsatzes mussten zwei Gleise gesperrt werden, die betroffenen Züge wurden umgeleitet. Mit einem Krankenwagen wurde der Verletzte in die Nordseeklinik gebracht. Gegen 12 Uhr waren alle Gleise wieder für den Zugverkehr freigegeben. Shanti-Musik vom Feinsten. 3 Tage lang begeisterten Gastchöre beim 10. Shanti-Festival auf Sylt hunderte Zuhörer. An verschiedenen Orten der Insel absolvierten die gestandenen Sänger von Freitag bis Sonntag einen maritimen Marathon. Höhepunkt der Veranstaltung war der erste Shanti-Festival-Contest am Sonntag auf dem Kapellenplatz in Wenningstedt. Bei strahlendem Sonnenschein stellten die Sänger beim Wettsingen ihr musikalisches Können unter Beweis. Bewertet wurde die Leistung von einer 4-köpfigen Jury. Glücklicher Sieger wurde der Shanti-Chor Detren Schipper Tab. Er wird nächstes Jahr wieder mit dabei sein, um seinen Titel zu verteidigen. Der Kampener Literatur- und Musiksommer geht in eine neue Runde. Bereits zum 17. Mal kommen Bestseller-Autoren und talentierte Musiker dieses Jahr auf die Insel, um sich dem Sylter Publikum zu präsentieren. Jetzt wurde das neue Programm vorgestellt. Los geht es am Donnerstag, den 10. Juli, mit einer Lesung von Christine Westermann, der Moderatorin der Sendung Zimmer frei. Bis 1. September finden wöchentlich Lesungen und Konzerte im Campus statt. Karten gibt es bei den Tourismus-Services im Buchhaus Voss oder im Campus. Das komplette Programm finden Sie auf unserer Homepage www.sylt1.tv.